Gestern sind nicht nur die Fäuste im Ring geflogen, sondern auch außerhalb des Rings. Und Rapper Sinan hat scheinbar kassiert, laut Augenzeugen, die vor Ort waren. Wieder einmal gab es eine Nacht, wo ein paar Boxer und Promis in den Ring steigen und sich messen. Doch Highlight des Abends liefern nicht die Kämpfer im Ring. Denn seit Tagen jagen Abu Hamza, den man bereits in der Rap-Welt kennt, und auch Mazen, den Essener Rapper. Auf mehreren Ansagen hat er nicht reagiert. Und selbst dann, als sie ihn in Essen gesucht haben, taucht er nicht auf. Doch irgendwann sollte es trotzdem krachen. Spätestens wenn er ihre Stadt Leverkusen betritt. Und gestern war es dann soweit. Als Abu Hamza erfährt, dass der Rapper sich in seiner Stadt aufhält, ist er nicht mehr zu bremsen. Er fährt dahin und stellt ihn zur Rede. Außerdem klatscht es wenig später, wie man in einem Video sehen kann, was mir hier exklusiv vorliegt. Auch mehrere Augenzeugen, die vor Ort waren, müssten es eigentlich bestätigen können. Später versuchten ein paar Leute, die mit Sinan dabei waren, zu schlichten. Angeblich hat Abu Hamza von weiteren Aktionen abgesehen. Ob wir demnächst weitere Infos zu diesem Vorfall erhalten werden, wegen Gewaltszenen blende ich hier nur einen extrem kurzen Ausschnitt ein, der beweist, dass sie sich gesehen haben. Alles andere sollen die Betroffenen selbst veröffentlichen oder besprechen. Sollte ich weitere interessante Infos erhalten, kann ich sie gerne auf Instagram Rapcheck posten. Da ist An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, werden die Betroffenen ein Statement abgeben und diese Sache schildern? Oder wird es erneut eskalieren zwischen Sinan und Abu Hamza? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.